Linie. Genau, das war super schön, auch mit diesem Scanning. Genau, Scannen habe ich abgeschrieben. Lichtlinie und dann gehst du zum Harfe und da ist nur Chor bei mir. Und dann spielst du meine Melodie oder was du willst. Ich habe geschrieben, einfach Atmosphäre, Orgel auf. Ja. Von meiner Seite würde ich diese Komplexität des Spiels zwar noch feiern, aber dann so langsam und allmählich den Raum aufziehen, dass es einmal der ganze Raum ist. Genau, und ich begleite das ein bisschen asynchron mit Elementen, die reinkommen. Anfangchor, der bleibt auch, wenn sie spielt, ein bisschen. Ne? Ja. Und das so als Grundatmosphäre. Aber dann wird der Raum langsam trocken. Genau, genau durch den Text. Also langsam tausche ich den Chor mit den Texten, mit viel Hall, und dann wird trocken. Ne? Raum trocken. Ja, du orientierst dich, das ist auch so. Das, ja, auch dieses Orientieren, dass du auch plötzlich da an der Stange stehst und dich kurz mal festhältst. Ja, ja genau. Ja, genau. Ja. Saturation, so alle besättigen. Ich lasse das ganz lange, ne, damit wir wissen, okay, jetzt zurück zur Harfe. Das ist eigentlich ein cooler Peak für das Ganze. Also, genau. Das sollten wir zu Minute 37 sollten wir an dem Punkt sein. Genau. Okay? Du ja, ich mache die Stoppuhr, falls nicht klappt. Genau in dieser Form.
da bleibt so Harfe plus Stimme mit Reverb und ich gehe weg. Mhm. Also. Und in dem Moment bewege ich mich, weil ich dann da in dem Moment dort bin ungefähr, wahrscheinlich? Ja, das ist wahrscheinlich. Wo bist du spielen? Wir spielen weiter, bis ich anfange sozusagen oder beide. Also wir haben so Duette, diese Dynamik, Imitation, nicht Imitation, dann kommt diese Steigerung, irgendwann, wir werden immer willkürlich und dann langsam danach zum immer weniger und immer.